Hallo! Hi! Willkommen zu einem neuen Video. Wir hatten euch ja ein Video abgedreht mit Babynamen, die Pablo liebt, die für mich nicht in Frage kommen. Und dann hatten wir ja gefragt, ob ihr das Gleiche andersrum sehen wollt. Und die Resonanz war so groß, dass wir gesagt haben, okay, dann drehen wir es jetzt wirklich ab. Auch wenn das für mich ein trauriger Tag sein wird. Aber ich habe jetzt also 10 Namen rausgesucht, wo ich sage, die finde ich mega schön. 5 Mädchennamen, 5 Jungennamen, über die wir uns schon mal unterhalten haben, von denen ich leider weiß, dass sie für Pablo aus verschiedensten Gründen nicht in Frage kommen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bin gespannt, ob ich so streng bin wie du. Hatten wir auch 10 Namen beim letzten Mal? Ja, 5 Mädchennamen, 5 Jungennamen, oder nicht? Ich kann mir weniger vor, okay, aber ja. Nee, auf jeden Fall. Bei dir hätten wir noch mehr Namen nehmen sollen, weil deine Liste so lang ist. Lirum Larum Löffel steht. Okay. Okay, let's go. Wir haben letztes Mal angefangen mit Mädchen, oder? Genau. Okay, mein erster Name, den ich richtig schön finde, ist Alma. Und Alma ist lateinisch und bedeutet die Nährende. Oder auf Hebräisch die junge Frau oder auf Spanisch die Seele. Genau, also es ist ein sehr, sehr, sehr alter Name. Also aus dem Hebräischen gibt es also schon seit Anbeginn der Zeit gefühlt. Also es ist kein neumodischer Name. Auch wenn ich finde, dass der sehr modern wirkt. Also das liebe ich ja. Und wenn ihr das erste Video gesehen habt, dann wisst ihr auch, ich liebe Namen, die irgendwie klassisch sind, aber trotzdem modern wirken, einfach auszusprechen, egal in welchem Land. Kein R. Kein R haben. Und am Anfang kein D. Und am Anfang kein D. Also, was hatten wir noch? Ich glaube, das war's. Zwei Silben. Du hast gesagt kurz, aber ja, ich mag kurze Namen, aber nicht nur unbedingt. Aber viele Namen heute werden auf jeden Fall kurz sein. Okay. Also Pablo, was hältst du von Alma und warum kommt er für dich nicht in Frage? Also der Name ist wirklich schön. Also für mich die Seele auf Spanisch ist natürlich voll die positive Aussagekraft. Irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber irgendwie so wie im Deutschen auch, gibt es so Namen, die so, ich will nicht sagen belastet sind, aber das ist mal für mein Gefühl so ein bisschen ein etwas uriger, älterer Name. Also, älterer Name? Oder ja, meintest du nicht irgendwie, das ist so einer, den gefühlt jede hat? Genau, der kommt echt oft vor. Also wie so eine Anna oder so? Kann man das so vielleicht beispielsweise vergleichen? Genau. Also das ist, glaube ich, ich habe schon das Gefühl, der Name kommt wirklich sehr oft vor, erstens. Und zweitens ist der jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen verstaubt. Vielleicht muss man das irgendwie, vielleicht kann man dem Namen eine Chance geben, aber irgendwie stört mich der Name und irgendwie fühle ich ihn nicht so. Also du fühlst so, wie ich letztes Mal nicht so Namen gefühlt habe? Ja, muss ich sagen. Also das ist wirklich einer, da kann auch egal, wer was sagt, Pablo irgendwie nicht rumkriegen. Also irgendwie magst du den Namen einfach nicht, was ich total schade finde, weil ich den so weich und schön finde. Aber gut, machen wir weiter mit jungen Namen, oder? Hatten wir das so gemacht? Einen Jungen, ein Mädchen? Nein? Genau, jetzt Junge, ja. Okay. Also, ich fange an mit einem quasi Doppelnamen. Und zwar habe ich den Namen wirklich seit, ich glaube, meiner Jugend in meinen Notizen quasi festgehalten. Okay. Zumindest hier. Muss ich vorsichtig sein, was ich sage. Ja, du kennst die Namen. Okay. Und zwar Elias und Noah. Noah ist Elia, Elias Noah. Habe ich irgendwie abgespeichert, fand ich damals wunderschön und finde ich nach wie vor wunderschön. Ich bin natürlich nicht die Einzige. Und das sind zwei Namen, die einzeln super oft benutzt werden, zusammen super oft benutzt werden. Aber nach wie vor finde ich die super schön. Vor allem werdet ihr heute sehr, sehr oft hören, dass ich tatsächlich sehr biblische oder hebräische, also sehr, sehr alte Namen liebe. Und Noah zum Beispiel ist hebräisch und bedeutet der Tröstende, der Beruhigende, was ich super schön finde. Mhm. Und Noah, kurzer Name, kann man überall aussprechen, super weich, keine Ahnung, einprägsam und auch in Kombination mit Elias, auch ein sehr, sehr alter Name, finde ich wunderschön. Und Pablo findet ihn, also ich glaube, du kennst diese beiden Namen, seitdem wir uns kennen. Nee, ich kenne die schon. Nee, also dass ich die schön finde und seitdem, sagt Pablo schon, um Gottes Willen. Ich dachte schon, du denkst, ich habe den Namen zum ersten Mal gehört durch dich. Genau.
Ja, beide Namen wunderschön, muss man ganz klar sagen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, mittlerweile ist er doch schon sehr oft vertreten. Das natürlich ist nicht mein Gefühl. Muss man ganz klar sagen, Boris Becker, Barbara Becker hatten damals den absoluten Riecher. Wunderschöne ja. Namen, auch wie du gesagt hast, religiös, historisch und so weiter. Unglaublich schön und dass sie jetzt irgendwie so zeitlos immer noch, sag ich mal, so schön sind. Ne? Ja. Aber ich glaube einfach, die kommen mittlerweile sehr oft vor. Ja, das sehr, ist sehr auf oft. Jeden Fall und das richtig. Ist, deswegen würde ich sagen, erstmal nicht drin im ja. Recall, aber die Namen sind wunderschön, ohne Frage. Also ich weiß selber auch nicht, ob ich die Namen tatsächlich nehmen würde, einfach weil, wir gucken ja immer, habe ich glaube ich auch erzählt oder im ersten Video, dass wir so bei Babygalerien von Krankenhäusern auch geguckt haben, ja, wie das, werden die das kommt auch noch dazu, Babys ja. so genannt momentan und da ist immer noch jeder Elias zweite, und Noah. Dritte Junge heißt so, ja. Naja, da kommt noch einer, der wirklich noch häufiger noch, genannt noch häufiger, wird, okay. mittlerweile, aber trotzdem kommen die immer noch sehr, sehr oft vor. Der nächste Name, das fand ich super interessant, was die Herkunft ist, und zwar Emma. Emma, super simpel, super einfach, super schön, kurz, weich und bedeutet die Große und ist tatsächlich althochdeutsch. Wow. Also der ist schon ganz, ganz, ganz alt, der Name, aber tatsächlich kommt er aus dem Althochdeutschen, was ja. ich also bei all diesen Namen nie hatte irgendwie, weil es dann doch immer irgendwie einen Latein-Ursprung hat oder so. Oder skandinavisch oder sowas. Aber dass das tatsächlich wirklich so ein deutsch-deutscher Name okay. ist, fand ich interessant. Und den finde ich halt, also ich habe das Gefühl, viele sehr althochdeutsche Namen sind eher so ein bisschen härter. So ja, ich will jetzt trocken, keine. Okay. Trocken meinst du? Nee, oder einfach kantig. Kantiger, genau, von den Konsonanten vor allem. Und Emma ist ja das Gegenteil davon irgendwie. Und deswegen fand ich den total schön. Weswegen kommt er für dich nicht in Frage? Ich wundere mich gerade, dass der jetzt auf der Liste ist. Irgendwie. Ach so? Den hast du noch nie. Also, ich habe den dir schon so oft vorgelesen, ja. du hast ihn nie ausgewählt. Okay, wahrscheinlich waren andere Namen zu gut, weiß ich nicht. Vielleicht sind die deswegen, ist die einfach so ein bisschen rausgerutscht. Ich finde den Namen sehr schön. Ich finde es irgendwie cool, aber vielleicht auch gleichzeitig so ein bisschen schwierig, dass der Name vorwärts und auch rückwärts gleich klingt. Amme? Hä? Stimmt. Was? Emma, stimmt. Irgendwie war ich gerade bei... Amme! Okay, Pablo braucht seinen zweiten Kaffee. Ich muss die Grundschule wiederholen. Oh Gott. Ich weiß, okay. lag das vielleicht am Doppel-M, dass das so in der Mitte... Keine Ahnung. Also du hast keinen Grund. Also ist es ich hab, so... Ich habe, um ehrlich zu sein, gerade keinen Grund. Also ich finde den Namen, wie gesagt, vorwärts, rückwärts... Beide super schön. Amme, ja. Emma. Ja. Also meine Liste, ja Leute, damit ihr da auch ein bisschen Pablo versteht, ist wirklich sehr lang. Und ich lese ihm die immer regelmäßig rauf und runter vor. Ja. Und er sagt dann halt, ah ja, den fand ich schön oder den fand ich schön. Und Emma kam wirklich noch nie. Also immer, ich habe ihn immer vorgelesen und der kam bei dir nie irgendwie zur Sprache. Okay. Weswegen ich gedacht habe, der ist bei dir, genau. Ja, das ist schon echt schön. Vielleicht so als zweiten Namen. Ja. Gut, dass wir das Video machen. Ja. Irgendwie würde ich sagen, den Namen nehmen wir doch wieder. Findest du doch gut. Finden wir doch mit, nehmen wir rüber. Seht ihr? Hat sich gelohnt. Dafür alleine sind die Videos gut. Ja, sehr gut. Zweiter Name und das war wirklich, ich glaube, das ist wirklich der meistbenutzte Name momentan, zumindest hier in der Gegend, für einen Jungen ist Matteo. Mhm. Hebräisch und bedeutet das Geschenk Gottes. Ja. Toll. Ganz und also leitet Name. Sich natürlich ab von Matthias. Also, er ist ja italienisch, Matteo. Genau. Matteo ist italienisch. Genau, also es ist aus dem Hebräischen, dann natürlich auch biblisch. Ja, ja. Also für mich wäre der sowas von in den Top 10 oder Top 5. Ja, irgendwie diese Babygalerie, von der du erzählt hast, die hat mich die so... Die beeinflusst ja, einen, ne? Das ist Wahnsinn, wie, also negativ natürlich. Ja. Weil man irgendwie, wenn man so zurückblättert, auch so bei verschiedenen Krankenhäusern guckt, dann sieht man irgendwie die letzten 3 Jahre, wie die Kinder genannt wurden. Es ist Wahnsinn. Gefühlt jeder fünfte Junge heißt Matteo. Oder wenn so ein überhaupt. Doppelname, irgendwie Matteo Elias ja. oder
Noah Matteo, ich weiß es auch nicht. Mhm. Und, aber fast auf jeder Seite war irgendwie ein kleiner Matteo. Irgendwie ist er nicht mehr so unique in Deutschland, würde ich sagen. An sich ist das ein toller Name, aber einfach nicht mehr so einzigartig. Und das ist so das, was mir wichtig ist, dass man da zumindest... Nicht der vierte Matteo in der Klasse ist. Genau, ja, genau. Mhm. Ja, klar, ist mir ja auch wichtig. Und witzig, dass du das sagst, weil ich glaube, ich hatte gelesen, dass Matteo ein Name ist, der hier erst ganz frisch... Also den gibt es noch gar nicht so lange hier, dass er so viel benutzt wird. Und jetzt ist er halt so richtig hochgeschossen. Ja. Wie eine Zeit lang war das bei Luca. Ja, und Leon, Lukas. Ganz krass. Leon, genau. Leon war ja so irgendwie so vor 5 Jahren, vor 10 Jahren super beliebt. Vor 50 Jahren. Next one bei den Frauennamen ist Nada. Finde ich super schön. Ist tatsächlich eine russische Kurzform. Jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, echt, wie der russisch, hieß, aber irgendwie Nadeshja oder so. Und heißt Hoffnung. Mhm. Aber Arabischen gibt es den Namen, aber ehrlich, auch daher kenne ich den. Und der heißt oder bedeutet so Morgentau. Ah, okay, Arabisch. Ja, genau. Jetzt ergibt das Sinn. Also ich habe irgendwie, ich glaube in Bosnien wird der für Frauen oft benutzt, kann das sein? Auf jeden Fall, Nada finde ich, also klingt natürlich schön. Vom Wortlaut, vom Fluss und so weiter, toll. Heißt auf Spanisch tatsächlich nichts. Und ich finde das irgendwie, wenn du nichts heißt, ist das dann irgendwie nichts ein bisschen schwierig. Gerade mit einem Latino-Papa. Mhm. Nada ist dann irgendwie, das Gegenteil wäre algo. Algo? Algo, ist das nicht etwas? Ja, genau. Also nichts und etwas. Hm. Also irgendwie so schwierige Wörter, die man irgendwie... Oder todo. Meiner Meinung nach... Hm, bitte? Todo. Todo, ja, stimmt alles. Auch. Todo, alles, ja. Und ja, kleine Geschichte an der Stelle. Ich saß mal irgendwie in der Uni und dann, witzigerweise war das ein Spanischkurs, ne? Und da war eine ganz liebe Kommilitonin aus Bosnien, die Nada heißt. Und der Prof aus Argentinien geht die Namensliste durch. Und das fand ich so ein bisschen unpassend an der Stelle. Liest er so vor, und dann Nada. Und dann winkt sie. Und dann hat er irgendwie so kurz geschmunzelt und so. Und das war dann so okay. Und alle, die schon so ein bisschen, also alle wussten warum. Und das war dann irgendwie so voll unpassend. Hm. Und irgendwie möchte ich so eine Situation nicht. Aber süß, oder? Super süß. Aber man ist dann irgendwie immer so im Rechtfertigungsmodus. Und kommt dann irgendwie. Ist vor allem, weil so, du das Wort natürlich auch öfter sagst, ja, ne? Das, also ist jetzt nicht ein Wort, was man nie sagt. Ja. Ja, kann ich verstehen. Next one ist Gabriel oder Gabriel. Auch natürlich hebräisch. Mhm. Der Engel. Der Erzengel Gabriel. Ja. Also so der Held Gottes, die Kraft Gottes. Ja. Genau. Also in der Familie gibt es einen Gabriel und auch eine Gabriela. Von daher und auch sehr nah, deswegen ein bisschen schwierig, aber ansonsten auch hier super zeitlos, voll elegant. Ja, so schön einfach. Ja. Ich finde Namen, die auf I-E-L enden, genau, okay. Ja, habe ich dir auch vorgelesen. Okay. Finde ich total schön irgendwie. Ist halt auch wieder so was Weiches, Sanftes und ist natürlich auch eine wunderschöne Bedeutung. Ja. Aber ja, genauso wie das bei mir der Fall ist oder der Fall war beim letzten Video. Alles, was zu eng ist, ist dann einfach ein bisschen komisch. Also kann man natürlich trotzdem machen, aber in unserem Fall wäre es schwierig. Sehr eng. Aber mir fällt gerade ein, Ariel ist ja die Meerjungfrau, ne? Die Disney-Meerjungfrau, aber in Südamerika und gerade in Argentinien heißen richtig viele Männer Ariel. Ariel. Es gibt einen ganz bekannten Make-up-Artist aus Mexiko, der heißt auch Ariel. Ah, aus Mexiko, okay. Ja. Dann haben wir parallel zu Matteo Luna. Und ich muss wirklich sagen, ich war so geschockt und traurig, als ich gesehen habe, dass einfach gefühlt jedes Mädchen Luna gerade genannt wird. Und ich diesen Namen, ähnlich wie Elias Noah, schon so lange in meinem Hinterkopf habe, weil ich den so schön finde und ich ja auch so einen schon Bezug auch zum Mond, finde ich, habe. Und irgendwie, warum lachst du denn? Ja, ich finde den auch eigentlich schön. Heißt natürlich übrigens der Mond. Der Mond, ja, oder auf Italienisch, auf Latein. Genau, oder halt von der Göttin. Das war ja auch die Göttin des Mondes, Luna. Genau, oder auch die Katze von Sailor Moon und... Ah, die Katze, ja? Die Katze von Sailor Moon heißt Luna und hat hier auch... Der Hund. Welcher Hund? Ist da nicht irgendwie ein Hund? Nein, das sind zwei Katzen. Ach so, zwei, okay. Okay, der Hund von Sailor Moon, der heißt vielleicht Sola oder Sole. Okay. Ja, also... Ja, das ist wieder...
Das ist also der Grund. Toller, ne? Ganz schön, ja. Ich habe auch letztens irgendwie gehört, dass viele dazu tendieren, die Haustiere so zu nennen. Also auch hier wieder so potenzielle Haustiername. Schildkröte, Hund, Katze. Ich muss sagen, leider ist er bei mir selbst auch so ein bisschen raus, genau aus dem Grund wie Matteo, dass ich einfach auf jeder Seite von dieser Babygalerie oder von sämtlichen Babygalerien diesen Namen sehe. Und das ist so krass, weil das einfach so ein ungewöhnlicher Name ist, und vor ein paar Jahren oder vor einem Jahrzehnt hätte, glaube ich, niemand sein Kind oder so viele Menschen sein Kind so genannt. Und jetzt ist das so gang und gäbe. Aber super schöner, kurzer Name, kann man überall aussprechen, fängt mit L an, was ich halt auch super weich finde. Aber auch da bin ich leider nicht die Einzige. Dann haben wir für einen Jungen, und witzig, dass du vorhin Bosnisch meintest, einen Namen, der heißt Malo. Finde ich ganz, ganz toll. Ist tatsächlich französisch. Es gab einen Heiligen, der ist der heilige Malo, nachdem es eine Stadt auch in der Bretagne, glaube ich, benannt worden. Und auch bosnisch bedeutet das der Kleine. Aber Pablo hat einen bestimmten Grund, weshalb er den Namen nicht schön findet. Oder ich weiß nicht, ob du ihn nicht schön findest, aber auf jeden Fall er für dich auf gar keinen Fall in Frage kommt. Also mir fällt gerade spontan ein, heißt nicht ein Ort hier in Brandenburg Malo? Mit H, ja, und L-O-W hinten. Nein, aber dein Name heißt auf Spanisch der Böse. Also wirklich so der Böse. Wenn jemand irgendwie, also in der Zeitung oder so, genau, wenn jemand da irgendwie so ein Straftäter, das ist El Malo oder im Film El Malo. Weiß ich nicht. So, also der Bösewicht meinst du? Der so? Bösewicht, genau. Also das ist irgendwie nicht vereinbar. Ja. Leider nicht. Also das ist so lustig, weil ich so viele Namen habe, die ich dir irgendwie vorschlage und das dann auf Spanisch irgendwas heißt. Ja. Oder sogar, ich kenne das quasi aus einer anderen Sprache und das heißt was komplett anderes und auf Spanisch heißt es dann aber irgendwie irgendwas Negatives oder was man auf jeden Fall nicht unbedingt mit seinem Kind assoziieren möchte. Also eine schwierige Kombi wäre wirklich Nala und Malo. Also das zu Rabeneltern einfach. Mann. Manu. Der letzte Mädchenname, den ich total schön finde, und das ist lustig, weil wirklich alle Mädchennamen hatten 4 Buchstaben. Echt? Oh mein Gott, das ist mit mir. Okay, der letzte Name ist Nala. Und Nala ist Swahili und bedeutet das Geschenk. Und ich finde den Namen so schön. Ja, warum nicht? Warum denn nicht? Warum muss man, also man kennt wahrscheinlich Nala vor allem aus König der Löwen. Ja. Aber es ist ja ein richtiger Name. Und warum sollte man sein Kind nicht so nennen? Mhm. Und ich finde, also ich meine, Mufasa wäre vielleicht ein bisschen schwierig. Rafiki. Rafiki, warum nicht? Aber Nala ist kurz, prägnant, weich. Und wunderschön. Und die Bedeutung ist natürlich auch sehr schön. Aber du möchtest den nicht benutzen. Also Disney-Charaktere sind, ja, ist natürlich von der Idee super. Ich finde auch so der Charakter Nala, so heute aus erwachsener Sicht, ist so eine starke Frau, so eine, so eine tapfere, mutige Frau. Also passt eigentlich super. Ja, der ist eigentlich sehr schön. Und es ist jetzt kein Disney-Name, ne? Ist kein Disney-Name. Es ist ein Swahili, es ist ein alter... Ja. Name. Also ich könnte mir vorstellen, in Kombination wieder so als Doppelname oder als zweiten Vornamen. Ich weiß gar nicht, also irgendwie so das Mindset ändert sich auch. So vor ein paar Wochen habe ich gesagt, nee, auf keinen Fall. Jetzt irgendwie mittlerweile. Wow, bist du nochmal gereift und ich gewachsen. Ich bin nochmal, genau, gereift. Spanische und arabische Namen haben eine höhere Priorität. Prio, das ist der Punkt, genau. Und ja, okay. Deswegen rutscht der Name einfach hier in die Liste rein. Der letzte Name ist eine Kurzform, und zwar eine Kurzform von Mohammed, und zwar Hamoudi. Oh. Der ist echt schön. Und Hamoudi bedeutet dann quasi auch ähnlich oder gleich wie Mohammed natürlich, so der Lobende, der Gepriesene, natürlich nach dem Propheten auch. Mohammed gibt es wie Sand am Meer, aber Hamoudi kenne ich persönlich niemanden, der so heißt. Also ich kenne Hamada und andere Kurzformen von Mohammed, aber ich finde, Hamoudi ist so niedlich, es klingt einfach so niedlich. Aber du möchtest den Namen nicht, weil... Der Name ist auch sehr süß, sehr schön. Ich muss da immer an so ein komisches Ding denken. Mein bester Kumpel hat mir irgendwann vor Jahren so einen Rap-Song,
Also wirklich so ein Amateur-Rap-Song gezeigt. Und es ist wie so eine kleine Geschichte, so ganz, ganz komisch, aber irgendwie... Ein Typ von euch da, so auch typ, aus der... Ja. Und, nicht, also aus der, war das aus eurer Schule? Nee. Aber irgendeine Schule auch aus Berlin. Keine Ahnung, wo er das rausgekramt hat. Doch, habe ich doch mal gegoogelt, ehrlich? Ja. Wirklich? Ja. Der war quasi parallel zu dir in der Schule. Naja, jedenfalls in der Geschichte heißt dann der Rapper, dieser Gangster, keine Ahnung, Hamudi. Und da muss ich immer daran denken, weil das so, es war auch teilweise lustig. Ja. Und irgendwie bin ich da so ein bisschen voreingenommen. Mhm. Aber an sich... Muss dann immer daran denken. Ja. An den Gangster. An den Gangster muss ich denken, ja, genau. An diesem random Lied von irgendeinem random Typen. Ja. Random Typen. Ist jetzt nicht unter den Top 10. Nun gut. Das war's. Das sind 10 meiner liebsten Namen gewesen. Mhm. Und die Gründe, weshalb Pablo sich gegen sie entschieden hat. Oder... In manchen Fällen auch nicht so ganz. Also ihr seht, diese Videos helfen uns. Also wenn ihr mehr davon sehen wollt, gerne in die Kommentare schreiben. Dann können wir das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen mehr irgendwie eingrenzen. Ja. Und kommen dann vielleicht auch über die Videos auf den tatsächlichen Namen dann. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass das Video euch gefallen hat. Nicht wahr? Ich fand's auch super lustig und ein fettes Learning für mich ist, nochmal das Alphabet durchzugehen, damit das mit Emma nicht nochmal passiert. Wir machen jetzt Pablo mal einen zweiten Kaffee. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.